Mit nichts als Willenskraft und einem Funken Hoffnung gründete Eugen 1946 seine eigene kleine Schlosserei am Fuße der Hornisgrinde. Drei Generationen später hat sich sein Unternehmen einen europaweit renommierten Namen als Spezialist in der Fertigung von Sondertüren und Toren aus Stahl und Edelstahl gemacht. Seinen Namen. Hut ab. Unsere Türen und Tore eröffnen heute sicheren Zugang zu Tunneln, Kraftwerken, Flughäfen, Kliniken und allen Orten, an denen hohe Sicherheitsstandards eingehalten werden müssen. Neben Feuer schützen sie gegen Rauch, Beschuss, Druckwellen, Einbruch, Strahlen und andere Gefahren. Sie schützen Menschenleben. Das müssen sie in zahlreichen Tests unter Beweis stellen, bevor sie von unseren Monteuren eingebaut und schließlich von ihnen passiert werden können. HODAP ist innovationsstark. Wir haben ein Gespür für Entwicklung. Zum Portfolio unserer Manufaktur zählen Dreh-, Falt-, Schiebe- und Hubtore und auch individuelle Sonderkonstruktionen. Unser erklärtes Ziel ist es, mit und für unsere geschätzten Kundinnen und Kunden die beste Lösung für deren Anforderungen zu entwickeln, sie zu begeistern. Wer uns kennt, weiß, bei uns steht Ihnen Tür und Tor jederzeit offen. Aber wenn eine HODAP-Tür einmal zu ist, dann bleibt sie auch zu. Am Ende des Tages können wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, nur erreichen, weil jede und jeder in unserem Unternehmen Profi und ausgebildete Fachkraft auf dem jeweiligen Gebiet ist. Für uns als Familienunternehmen sind unsere Mitarbeiter nicht nur Angestellte, sie sind HODAP. Wo andere aufhören, fängt es erst richtig an, uns Spaß zu machen. Und das bereits seit den Anfangstagen, damals 1946. HODAP. Türen und Tore auf. So steht das aber nicht im Skript. Jedenfalls, Eugens Sohn Werner HODAP trat 1973 in die Fußstapfen seines Vaters. Er weiß nicht von ungefähr, eine HODAP-Tür hält, was sie verspricht. Er war einziger Gesellschafter im Unternehmen, bis er 1994 von einem Tag auf den anderen seinen Chefsessel gegen einen Blaumann tauschte. Ich bin ja nur noch der Hausmeister. Werner HODAP wusste, die dritte Generation würde die Firma erfolgreich weiterentwickeln. Und er lag goldrichtig. Seit 1995 avancierte HODAP zum europaweit anerkannten Experten für Stahltüren und Tore. Eines steht fest, heute wie auch in Zukunft produzieren wir von HODAP Türen und Tore, auf die es ankommt. Das war, ist und bleibt unsere höchste Maxime. Namhafte Unternehmen in ganz Europa vertrauen auf unsere stetig wachsende Produktpalette. Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung für unser gesamtes Umfeld bewusst. Unsere Firmenphilosophie, Weiterentwicklung zum Wohl unserer Kunden, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur so konnten wir zu einem Unternehmen mit mehreren Standorten heranwachsen, hinter dem sich allein hier in Achern-Großweier auf einer Produktionsfläche von knapp 20.000 Quadratmetern über 200 Mitstreiter versammeln. Alle zusammen mit dem gemeinsamen Ziel, bei jedem Projekt ein bisschen besser zu werden. Manchmal reicht ein Funke Hoffnung, um das Feuer in den Augen zukünftiger Generationen zu entfachen. HODAP. Türen und Tore, auf die es ankommt.